Day aus Australien, Tag 5 im Dschungelcamp und für uns die Zeit, uns darüber zu unterhalten, wer uns als erstes verlassen wird, beziehungsweise sie im Fernsehen und mir dann hier im Versace Hotel auf der Pelle hängt. Also wer ist der Mister oder die Lady Unwichtig des Dschungelcamps 2015? Da muss man als erstes natürlich Benjamin Boyce nennen. Ja, es ist natürlich auch schwierig für einen Engländer, der lange in Holland gelebt hat. Er geht campen, nirgendwo ein Wohnwagen, keine Campingaufsicht. Ich glaube, der Mann kommt durcheinander. Allerdings darf ich Ihnen sagen, jeder Dschungelcamper hat ja nur einen Begleiter frei, der auf Kosten der Produktion mitkommt. Der Benjamin hat auf eigene Kosten seine Frau einfliegen lassen. Die kommt heute an. Freundin Mareike, Entschuldigung. Die kommt heute an auf eigene Kosten. Das muss Liebe sein. Dann können die am Samstag ja immerhin noch eine ganze Woche zusammen hier am Pool liegen. Das wird auch schön. Es könnte natürlich auch sein, dass es Rebecca Simonite, warum bin ich im Dschungelcamp, erwischt. Immerhin von Sonja Zietlow ja zu einer der Favoritinnen ausgerufen, muss man auch sagen, sieht man nicht viel von. Hören kann ich dieses Lied mit Willi Herren hier in Australien auch nicht. Ich hoffe, Sie sind dem bisher auch entgangen. Kommen wir zu Walter und dazu gibt es einfach nur noch eine Sache zu sagen. Ich habe heute nochmal seinen Begleiter Henning Müller gefragt, was denn mit ihm los ist. Und Henning sagte mir, der Walter trägt sein Herz einfach auf der Zunge. Zur Prüfung muss der Walter auch zusammen mit Sankt Schlönvog, Oberschwester Hildejörn, der Heilige vom Camp, ja, und Walter, wie gesagt, müssen zu einer Essprüfung. Und das ist wie immer ziemlich eklig, muss man sagen. Also ich freue mich drauf und ich darf Ihnen noch sagen, dass was die Stimmung und Kuschelcamp angeht und so weiter, ich hatte Ihnen das gestern schon angedeutet, das Wetter wird jetzt also nicht nur die nächsten 2 Tage schlecht bleiben, sondern die nächsten 5 Tage schlecht bleiben. Und ja, ich hoffe, dass das dann den einen oder anderen aus der Reserve lockt, zum Beispiel unseren Freund Aurelio, ansonsten fahre ich mal selber hin und trete ihn. Das Neueste aus Australien, den besten Klatsch und so weiter, alle Infos gibt's dann wie immer hier mit mir. Bis dann, ta.